zur letzten Poetin vor der Pause. Es zeigt sich jetzt wirklich, dass wir ein Mehrgenerationen-Slam sind. Eberhard hat begonnen. Vor der Pause schließt sich zu der Reihe. Die Jüngste wird jetzt kommen. Es ist das erste Mal, dass sie auf einer Poetry Slam Bühne steht. Das verdient ganz besonders viel unterstützenden Applaus. Und ihr Mut wird hoffentlich auch belohnt. Sie kommt hier aus Stadthagen, geht ins Ratsgymnasium in die 10. Klasse. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich Jennifer Jürgen. Erstmal vorweg, es wird ein bisschen trauriger Text. Tut mir schon mal leid. Hey, ich weiß, es ist zu spät. Ich weiß, ich rede zu lange über die falschen Dinge. Aber das hier muss ich sagen. Ich muss diese Last von meinem Herzen lassen. Du weißt gar nicht, wie schwer diese Worte sind. Wie sehr sie mich erdrücken. Sie stechen in mein Herz, lassen meinen ganzen Körper zittern. Ich stand hinter dir. Das alles fing an, als wir klein waren. Ich erinnere mich, wie ich dich dauernd besuchte. Auch als du mehrfach umzogst, brach der Kontakt nicht ab. Ich lag im Krankenhaus und der erste Brief, den ich bekam, er war von dir. Ich war so unglaublich glücklich darum, weil deine Worte konnte ich am meisten gebrauchen. Deine Worte klangen am ehrlichsten. Ich erinnere mich, wie wir in deinem Zimmer saßen und die Worte einfach kamen. Ich musste nichts überdenken, weil es bei dir kein Falsch gab, weil es bei dir richtig war, solange es aus meinem Herzen kam. Ich erzählte dir von Dingen, die mich verletzt und zerfetzt haben, die mich in tausend Stücke rissen. Und dann fingst auch du an zu reden. Du warst der erste und zunächst einzige Grund, weshalb ich Psychologin werden wollte, weil du sagtest, dass das ein Beruf für mich wäre. Mit diesem Brief muss ich dir einiges sagen. Zunächst einmal danke. Danke, dass du zugehört hast, auch wenn meine Stimme zu laut war, ich zu schnell sprach, weil zu viele Emotionen in mir waren und ich meine Worte gar nicht zügeln konnte. Danke, dass du da warst, als ich im Krankenhaus lag, als ich schwach war, als ich allein war. Danke, dass du es besser gemacht hast als ich. Ich will dir noch was versprechen. Ich werde alles tun, was ich kann, um Psychologin zu werden, weil du es dir für mich gewünscht hast und weil du der Grund bist, dass ich anderen helfen will. Ich habe dir nicht geholfen und der einzige Weg, wie ich das irgendwie wieder gut machen kann, ist, dass ich anderen helfe, denen es genauso ging, wie es dir ging. Aber das Wichtigste, was ich dir sagen muss, ist, es tut mir leid. Ich habe dich im Stich gelassen, als es für dich am schwersten wurde. Ich habe dich verlassen, noch bevor es dein Vater tat. Doch ich tat es aus freien Stücken. Er hatte keine Wahl. Er war krank. Er hatte nicht die Wahl zwischen Leben und Tod. Er hatte nicht die Wahl, bei dir zu bleiben. Und ich verspreche dir, wenn er sie gehabt hätte, dann wäre er noch heute bei dir. Er hat dich mehr geliebt als alles andere. Ich bin gegangen, bevor es deine anderen Freunde taten. Sie ließen dich zurück, weil du anders warst. Doch glaub mir, du bist perfekt gewesen. Sie konnten nicht mit dir umgehen und statt etwas gegen die Traurigkeit um dich herum zu unternehmen, rannten sie vor dir weg, weil sie Angst hatten, dass die Traurigkeit auch dich anstecken könnte. Ich habe dich verlassen, bevor es deine restliche Familie tat. Deine Mutter und dein Bruder, beide deine letzte Hoffnung, haben so sehr für dich gekämpft. Doch jeder Krieger braucht eine Pause. Das hast du nicht verstanden. Es tut mir leid, dass du oft umziehen musstest. Es tut mir leid, dass die Häuser immer kleiner wurden und die Wut in dir umso größer. Ich wollte nicht, dass du anfängst, den Ball gegen die Scheibe zu schießen, als deine Mutter Krebs bekam. Sie wollte nicht, dass du die Möbel zerschlägst, als sie ins Krankenhaus ging. Dein Bruder wollte nicht, dass du die Menschen in der Schule verletzt, als auch er von zu Hause ging. Dein Nachbar wollte nicht, dass du ihn findest, als er tot von der Veranda hing. Doch alles geschah und das viel zu schnell. Du konntest es nicht verkraften. Selbst dein Herz aus Stein war dafür zu schwach. Du hast aufgehört zu essen, aufgehört zu reden. Angefangen zu vergessen und den Schmerz zu verstecken. Und ich war nicht da. Ich habe dich nicht zum Essen gebracht, nicht mit dir geredet. Ich habe dich nicht an die schönen Dinge in deinem Leben erinnert und dir auch nicht den Schmerz genommen. Dabei hätte das eine beste Freundin tun sollen. Ich wünschte, dass Menschen wie du nie von uns gehen. Denn etwas passiert plötzlich und der Schmerz sitzt tief. Dann wird es immer so bleiben, dass es keinen Abschied gibt. Oder es passiert langsam. Und wir weinen schon um einen Menschen, der noch nicht gegangen ist. Und auch wenn uns hier nun nicht der Abschied fehlt, so fehlen uns die Worte zum Verabschieden. Ich hätte lange vorher merken können, wie es dir ging. Ich weiß, du wolltest nur Stille, weil du geglaubt hast, dass sie endlich Platz schafft in deinem Kopf, der das alles nicht mehr lange mitmacht. Ich weiß, du wolltest gern Ruhe vom lauten Leben, vom schnellen Denken, von der einsamen Zweisamkeit, von dem dauernden Geschrei, den Lügen und den Menschen, die sagten, du seist ihnen einerlei. Es tut mir leid, dass du irgendwann aufgehört hast zu glauben. Es tut mir leid, dass ich nicht die beste Freundin war, die ich hätte sein sollen, die du verdient hattest. Es tut mir leid, dass ich dachte, du würdest es alleine schaffen, wo nichts allein zu schaffen war. Es tut mir leid, dass ich da war, als du an der Klippe standest
Doch du dich nicht nach hinten fallen lassen konntest, weil du so oft gelernt hattest, dass sich fallen lassen wehtut, wenn keiner hinter dir steht. Es tut mir leid, dass du nicht mitbekommen hast, dass ich hinter dir stand, um dich aufzufangen und du deshalb sprangst. Doch am meisten tut mir leid, dass du diesen Brief nie lesen wirst. Dankeschön.